Ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Stadionvlog hier auf diesem Kanal. Heute sind wir natürlich unterwegs beim Spiel, beim nächsten Heimspiel von Hertha BSC. Hertha BSC gegen Bayern München Leverkusen. Die Aufstellungen sind schon draußen. Hertha BSC tritt tatsächlich mit der identischen Aufstellung wie zum letzten Sieg gegen den FC Augsburg an. Ich denke mal, das ist ja das Beste, was man eigentlich machen könnte, auch wenn ich Boetius oder Richter mal einen Einsatz gegönnt hätte. Leverkusen tritt relativ gefährlich mit Lotzek und Palacios in der Startaufstellung an. Ich glaube, die könnten uns doch ganz schön knattern heute, wenn die tatsächlich die Qualität, die sie haben, auf den Platz bringen können. Ich tippe für dieses Spiel hoffentlich ein 2-1 Sieg für Hertha, aber warten wir mal ab, was wirklich draus wird. Fangen wir an mit dem Stadionblock. Digga, was ist das für ein Spiel? Wir sind voll gut dabei. Ich glaube, Toussaint Lukaku hatten Chancen, das selten so ein geiles Spiel gesehen. Also, Digga, wenn wir das nicht gewinnen. Und Christensen auch ein geisteskranker Mann. Also, wenn man sich das hier anschaut, ehrlich, Jungs, wir gewinnen das. Erste Halbzeit vorbei. Es war tatsächlich eine gute Halbzeit. Halbwegs so, wie ich es erwartet hatte. Leverkusen kriegen alles gepfiffen und lassen sich nur fallen. Das ist ein bisschen schrecklich, aber ansonsten ausgeglichenes Spiel, Chancen auf beiden Seiten. Christensen ist wirklich geil. Leverkusen ist stark. Hertha ist auch stark. Auf geht's.
Digga, ich kann das nicht mehr. Die kriegen irgendeinen Freistoß wieder von irgendeiner Strafraumkante und machen das 1-0 und eine Minute vorher hat er ein Tor geschossen. Es ist zum Kotzen, Wahnsinn.
ja, Spiel ist jetzt vorbei. Ich fand tatsächlich, dass wir richtig, richtig gut gespielt haben. Keine Frage, wir waren unmittelbar vor dem Sieg und ich, meiner Meinung nach, wir wurden verarscht vom Schiedsrichter. Keine Ahnung, was dieser Videobeweis da soll. Wenn der bei dieser klaren Handspielszene, hier nochmal eingeblendet, nicht eingreift, dann ist das Betrug. Also das ist ja wirklich Wahnsinn, dass wir gegen Gladbach 2 Handelfmeter gegen uns kriegen und das ist hier heute kein Handelfmeter. Das ist sogar meiner Meinung nach eine rote Karte. Klare Torschance verhindert, aber... Wem sage ich das? Das ist ja nicht seit gestern bekannt, dass die Schiedsrichter uns gerne mal betrügen. Ansonsten kann man sagen, es war ein klasse Spiel. Kanga, ja, Wood, ja, hing leider ein bisschen in der Luft, kann man nicht dran ändern. Ich finde trotzdem, alle haben einen guten Job gemacht. Das war's mit dem heutigen Steinblock. Schaltet nächste Woche, schaltet heute Abend zu einem Livestream um 19:30 Uhr ein. Bis dahin, genießt den Abend und tschüss.